Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen die Fairy Box aus dem Monat Dezember anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box ist eine Naturkosmetikbox ohne Tierversuche, die monatlich erscheint, 19,90 Euro pro Box und pro Monat kostet. Und wir haben ja einen Warenwert von mindestens 50 Euro drin enthalten. Und es ist eine sehr coole Box, die ich in Kooperation zugeschickt bekomme. Und deswegen verlose ich auch in diesem Video wieder eine individuell zusammengestellte Beauty Box von mir. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox drin. Schau gerne einfach mal vorbei. So, diese wunderschöne Milchtütenverpackung sagt uns nämlich immer schon direkt, hey, die Fairy Box ist am Start, richtig cool. Hier hängt dann auch immer dieser Flyer ab, ne, wo drin steht, was drin ist. 52,37 Euro ist dieses Mal der Wert. Und hier steht jetzt auch ein bisschen was im sehr weihnachtlichen Design und selbst der Vogel, also das Logo quasi von der Fairy Box, hat eine Weihnachtsmütze auf, was ich sehr feiere. Finde ich immer total großartig, wenn sowas gemacht wird. Danke für das Jahr 2022. Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende. Wir hoffen dir gerade in diesem Jahr mit der monatlichen Fairy Box eine Freude gemacht und schöne Momente außerhalb unsicherer Zeiten beschert zu haben. Emotional die Frau jetzt gerade ist, ne? Yoda hat sich hier auch gerade eingenistet in meinem Kopf. Spannende Startups und renommierte Naturkosmetikhersteller stehen schon für das neue Jahr in den Startlöchern und wollen positiv mit uns in die Zukunft schauen. Wir danken auch in Ihrem Namen für eure Unterstützung durch die Fairy Box und eurem Feedback zu den Produkten. In diesem Sinne wünschen wir euch ein entspanntes Jahresende und ein tolles 2023 mit viel positiver Energie. Ja, 2023. Ja, schön, das ist doch unglaublich, was ist das hier mit den Emotionen, ne? 2022 war ein wirklich aufregendes Jahr, es fing, also ich habe einen Jahresrückblick in einem Satz quasi. Am Anfang des Jahres ist mein Schwiegeropa ins Spiel verstorben, also quasi der Opa von meinem Freund. Dann bin ich schwanger geworden. Mein Opa ist dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Später ist er dann tatsächlich verstorben und Julius ist geboren worden. Das ist so ungefähr unser Jahr 2022. Es war wirklich total verrückt. Ja, dann hattest du nach wie vor eine Pandemie hier im Land. Du hattest hier die Ukraine-Geschichte, die Energiekrise. Wer ist da noch irgendwie cool beigeblieben? Wer hat da nicht mal irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, scheiß die Wand an, was ist da denn jetzt hier, ne? Ja, also 2022 war echt ein verrücktes Jahr und wenn ich mich so umhöre in meinem Bekannten- und Freundeskreis und so, sau viele sagen, also bleib mir bloß weg mit 2022, das war ein ganz verrücktes Jahr. Und eigentlich, wenn ich das wirklich so rückblickend mir mal anschaue, ist das einzig wirklich Positive, was für mich jetzt natürlich für immer hängen bleiben wird, dass wir eine Familie gegründet haben, dass Julius geboren wurde. Aber ansonsten, es sind so viele schlimme Dinge passiert auf der ganzen Welt, ja nicht nur in unserem Leben, sondern auf der ganzen Welt und deswegen ist es auch mal vollkommen in Ordnung, wenn man Tränchen vergießt, oder? Finde ich auch in Ordnung. So, das bleibt jetzt auch drin im Video. Zack, die Wappdi. Kommen wir hier wieder mal zum Wesentlichen, Leute, und machen mal die Box auf. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass man sich halt auch mal gehen lässt, oder? Dass man sich halt auch mal, wenn solche Worte irgendwo stehen, dass man die halt auch mal sich zu Herzen nimmt und nicht immer nur so schwappdi, zappdi, wappdi, so drüber hinweg, ne? Bin ich ja, nee, mache ich nicht mehr, tue ich nicht mehr. Emotionen gehören zum Leben dazu. So, normalerweise haben wir hier so Maisflips oder Maischips. Die sind jetzt dieses Mal nicht drin. Keine Ahnung. Es ist halt auch gerade alles ein bisschen schwierig, was Lieferketten angeht, ne? Dann haben wir hier einmal nämlich den Blick in die Box und dann kann ich mir mal die Produkte hier so einzeln rausziehen. Denn wir haben manchmal hier nämlich noch so Flyer mit dabei und die zeige ich euch dann auch immer gerne parallel, wenn ich euch dann auch die Produkte zeige. Deswegen schaue ich mal, dass ich einfach alles schon mal rausnehme und dann schauen wir mal durch. So, weil hier habe ich schon so ein Flyer-Ding.
jetzt auch noch ein Verpackungsmaterial gedönsen. Summer Cosmetics hat hier nämlich Natur und Wissen mit Liebe im wunderschönen Weinviertel handgemacht. Sanfte Pflege und Entspannung. Wo haben wir denn hier diese? Da. Summer Cosmetics. Okay, das scheint wirklich dieses kleine Produkt zu sein. Body Chocolate. Was ist das? Eine feste Körperlotion, vegan, 10 Gramm, zartschmelzende und nährende Pflege mit hochwertiger Pflanzenbutter und Zwetschgenkernöl. Okay, das ist halt dann so eine kleine Geschichte, die man sich halt so probeweise einfach mal anschauen kann, ob einem das gefällt. Riecht sehr, sehr angenehm. Riecht wirklich nach rohem Kakao, also nach richtig ursprünglichem, natürlichem Kakao. Echt angenehm. Also, das finde ich positiv. Das wird auch mal ausprobiert, ne? Weil so 10 Gramm, warum nicht? Feste Produkte sind manchmal ein bisschen schwierig. Ich hatte auch schon mal eine feste Gesichtscreme. Weil man dann dazu neigt zu denken, so, also im Prinzip haue ich mir dann ja wieder alte Hautschüppchen oder Keime oder was auch immer ins Gesicht. Aber eigentlich ist es ja so, dass wenn das Produkt mit der Haut in Kontakt kommt, dass es dann erwärmt wird und sich dann die oberste Schicht einfach so ablöst, ne, und dann auf der Haut verbleibt. Ich werde euch das im Aufgebrauchvideo, sofern es dann Ende Dezember oder Ende Januar aufgebraucht ist, ne, berichten können, wie ich das Produkt so fand. Müssen wir mal schauen. Dann habe ich hier ebenfalls ein festes Produkt, was aber leider nichts für mich ist. We Love Deo Limited Edition. Golden Glow, 40 Gramm, das ist interessant, aber ich habe eigentlich, achso, kann ich euch vielleicht auch so mal zeigen, ne? Ich habe eigentlich nicht so die positiven Erfahrungen mit diesen We Love Produkten, weil die entweder schon relativ komisch bei mir ankamen, sodass man sie einfach nicht verwenden konnte, ja, oder halt, sie haben nicht so funktioniert. Also hier ist jetzt alles soweit so gut. Manchmal hat man nämlich so Stippen auf den Produkten drauf und das ist halt bei Naturkosmetik manchmal ein bisschen schwierig, weil man dann halt einfach so denkt, ist das überhaupt noch gut? Es riecht voll gut. Sehr blumig. Wie ganz frische Blumen. Als wenn ich wirklich auf der Blumenwiese wäre und an frischen Blumen rieche. Es riecht unfassbar gut. Ja. Vielleicht doch mal ausprobieren, Claudinchen. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Müssen wir mal gucken. Dann habe ich von Urte Kram etwas hier drin. Pink Salt Body Scrub mit pinkem Salz und Süßmandelöl. Da sind 150 Milliliter drin. Das ist Plastik, okay. Da musst du nur aufpassen, dass wenn du dich zum Beispiel gerade frisch rasiert hast, so unter den Achseln oder wo auch immer, dass du mit dem Salz aufpasst. Ich hatte das schon mal, dass ich dann so ein Salzpeeling verwendet habe und mir gedacht habe, mir fällt da leider zwischen den Beinen alles ab, was vielleicht noch irgendwie, ne? Wow, das war echt krass. Aber an und für sich, Salzpeeling mag ich gerne leiden, finde ich klasse. Bin ich auch mal auf den Duft gespannt. Dare to Dream, okay. Dann habe ich hier was Kleines von Hey Organic. Das ist aber eine Maske. The Clean Beauty Clay Mask. Deep Cleansing and Glowing Skin. 15 Milliliter. Das ist wirklich so eine kleine Geschichte mit Tonerde. Und damit kannst du deine Haut entsprechend weicher und straffer machen. Schön. Für nur 10 Minuten. Das ist echt klasse. Reicht für 3 bis 4 Anwendungen. Ne, sowas verwende ich gerne morgens. Da habe ich in meinem Spiegelschrank so 7 verschiedene Pöttchenmasken oder Tubenmasken stehen. Und je nach Wochentag verwende ich dann unterschiedliche Masken in meinem Gesicht. Dann habe ich hier den, wie geil ist das denn? Ein Tee-Adventskalender. 24 Tees für die Adventszeit. Das ist natürlich interessant. Ne? Ich weiß gar nicht, wann kam denn die Box? Kam die jetzt Anfang Dezember? Also es ist jetzt Anfang Dezember, aber kam die vor Dezember, weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oh nein, da ist ein Janosch-Waldbeeren-Tee drin. Ich glaube, den muss ich mir jetzt tatsächlich echt nochmal gönnen, Leute. Ja, also wir haben jetzt heute den 7. Dezember, wo ich drehe. Warum eigentlich nicht? Ich meine, kannst du ja auch so auspacken, ne? Finde ich voll schön, so einen Adventskalender hier in der Box drin zu haben. Das ist nicht selbstverständlich, oder, Leute? Ich finde das gerade richtig cool. Das ist eine tolle Idee. Ja, und das letzte Produkt, was hier drin ist, ist von Soul Tree. Ayurvedic Ethical Organic, eine ayurvedische Lippenpflege, Color Rich, mit biologischem Mandelöl und Rosenessenzen. Mhm.
Da steckt Wahrheit drin, naturverbunden und inspiriert durch die Natur. So nämlich. Wenn ich jetzt das Siegel aufbreche, dann ist das Siegel gebrochen. Sunshine 655. Das ist bestimmt einfach ein Lippenprodukt, oder? Ich bin jetzt aber mal neugierig. Ich kann da nicht aus meiner Haut, Leute. Ich muss das jetzt auspacken. Ich habe, glaube ich, mal in der Box... Oh, was habe ich hier? Glitzer an meinem Nagellack von dem Klebi. Mhm. Das ist ja uncool. So ein Eyeliner auch drin gehabt. War das nicht auch in der Fairy Box? Ich meine schon, ne? Und das ist einmal dieses Produkt hier. Sieht auch wirklich schön aus. Das ist für die Lippen. Oh, ist jetzt natürlich passend, ne? Es ist kein klassisches Weihnachtsrot. Es ist ein wirklich schöner Rotton. Den mag ich gerne leiden. Den kann man sich auf jeden Fall gönnen. Hier stand jetzt Lippenpflege drauf. Das finde ich auch sehr interessant. Sunshine passt definitiv. Cool, dass wir dekorative Kosmetik hier mit drin haben. Dass wir sogar einen Adventskalender hier mit drin haben. Ja, und werttechnisch liegen wir auch ganz nice gepreist hier unterwegs. 52,37 ist schon ein schöner Wert, ne? Und, also sagt ihr mal, wie ihr die Produkte so fandet. Also ich muss wirklich sagen, das sind sehr süß ausgewählte Produkte, die jetzt gut zur Adventszeit passen, die gut zur Weihnachtszeit passen. Man kann sich ein bisschen chillen, man kann den Weihnachtsstress bekämpfen, indem man den Schweiß reduziert. Man kann sich schöne Lippen zu Weihnachten machen, man kann eine wunderschön softe, gepeelte Haut haben am Körper, weil alles so trocken ist und dementsprechend will man tote Hautschuppchen entfernen. Man kann sich dann aber danach auch schön eincremen mit einer Körperlotion und aufgrund der ganzen verrückten Zeit hat man vielleicht auch, weil man so viel Süßigkeiten isst, ne, den einen oder anderen Pickel. Und da kann man mit der Clean-Maske gegenwirken. Und dann hast du noch einen Adventskalender. Das habe ich bestimmt eben schon gesagt, dass wir einen Adventskalender haben. Aber das finde ich irgendwie, auch wenn das wahrscheinlich kein Produkt ist, was sagt und teuer ist, nö, 4,99, ne, finde ich, ist es eigentlich das Highlight von dem von der Box. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Können wir uns gerne austauschen. Und dann war es das hier von mir und dem Unboxing von der Fairy Box aus dem Monat Dezember. Vielen, vielen Dank an das liebe Fairy Box Team für die Zusendung der Box. Denkt ihr super gerne an die Verlosung und schaut mal in der Infobox vorbei. Ja, ganz viele To-Dos am Ende des Videos natürlich. Soll man nicht machen, gebe ich euch trotzdem mit. Denn wenn es dir hier gefallen hat, denk bitte dran, mir einen Daumen nach oben zu geben. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!